Willkommen zum zweiten Teil von Dead Space. Endlich let's play ich ihn und bin gespannt, wie das Spiel so ist. Es gibt inzwischen schon drei Spiele, also drei Teile von Dead Space. Eins habe ich davon platiniert und auch aufgenommen, das zweite. Und das dritte werden auch so sein wahrscheinlich. Trophäen werden erstmal installiert und ja, wir leiden, glaube ich, an Alzheimer, aber eine besondere Art von Alzheimer. Das haben wir uns wahrscheinlich durch unseren Aufenthalt im All irgendwie eingezogen, weiß ich nicht genau. Jetzt werden erstmal die Verbindungen und so hergestellt. Habe ich gerade frisch installiert und ich will es jetzt spielen. Bin mal gespannt. Wir spielen natürlich noch Isaac Clarke. Viel weiß ich davon erstmal nicht, was hier jetzt passieren wird. EA-Nutzungsbedingungen und Ansehen, ja, ja, ich bin einverstanden. Jetzt geht's los und ich habe auch Kopfhörer auf, das heißt, wenn es gruselig wird, überspringen bitte. Wenn es gruselig wird, dann werde ich daran teilhaben. Ich mache mal den Fernseher noch ein bisschen lauter. So, wir spielen das, ach, das kann man auch im Multiplayer spielen, das ist ja interessant. Was gibt es schon mal für Extras? So, zum Ansehen, Tastenbelegung, Inhalt einlösen, Credits. Komm, wir gucken uns die Credits an und dann haben wir schon geschafft. Nein, Shop, da gehen wir nicht drauf. Hoch, runter. So, ich hoffe, das hat sich jetzt wieder stabilisiert irgendwie. Wir gehen jetzt auf Einzelspieler. Natürlich ein neues Spiel. Ich habe noch was bis bei Dead Space geschah. Wir könnten uns das ja noch mal kurz angucken. Machen wir auch einfach mal. Was bisher geschah bei Dead Space? Im 25. Jahrhundert waren die Rohstoffreserven der Erde erschöpft, verbraucht, ausgebeutet. Verzweifelt und kurz vor dem Aussterben stießen wir in die Leere des Alls vor und entdeckten dort reiche neue Welten, die nur darauf warteten, ausgebeutet zu werden. Auf der Erde drehte sich alles nur noch um diese Planeten. Es wurden Abbauschiffe gebaut, darunter die USG Ishimura, der größte und bekannteste dieser Giganten. Die Ausschläge sieben ins Licht der Aufmerksamkeit. Jahrhundertelang wurde seine Dort, vergraben unter der Oberfläche, fand man ein Artefakt, den roten Marker. Lange verschollen und lange vergessen. Die Religion, an die ich glaubte, hatte ihren heiligen Gral gefunden, den Schlüssel zur Unsterblichkeit der Menschheit. Der Tod ist nicht das Ende. Zumindest dachten wir das. Er brachte keine Erlösung. Nur Verderben und Leid. Der Marker brachte Wahnsinn, Mord und Chaos. Er brachte Necromorphs hervor. Jene, die von den Planeten entkommen konnten, retteten sich auf die sichere Ishimura. Die Kolonie ist überrannt. Wir können nicht zurück. Das Böse von Aegis 7 kam mit ihnen an Bord. Binnen Stunden wurde es dunkel auf der Ishimura. Der Konzern sandte eine Reparaturcrew, die nach dem Rechten sehen sollte. Scheint, als hätte jeder versucht, in aller Eile zu packen. Zur Crew gehörte ein Mechaniker, Isaac Clarke. Isaac, ich bin's. Der ein besonderes Interesse an der Ishimura hatte. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. In der Dunkelheit fand Isaac tot. Was zum Teufel? Irgendwas ist hier mit uns im Raum. Feuer! Schalte den Strom ein! Los, raus hier! Und den roten Marker. Er war weder heilig noch außerirdisch, sondern von Menschenhand geschaffen. Und er konnte dazu benutzt werden, den Ausbruch zu stoppen. Isaac fand auch Nicole. Danke, Isaac. Ich habe immer an dich geglaubt. Die den Freitod gewählt hatte und nur eine Erscheinung des Markers war. Isaac konnte fliehen. Alles andere wurde zerstört.
2 Jahre später erwacht er in einem Krankenhaus auf der Titanstation, einer Earthgov-Metropole auf dem größten Mond des Saturns. Finde ich richtig. Isaac hat überlebt, aber sein Verstand ist nicht länger sicher. Denn der Marker verändert alles. So, jetzt können wir weiterspielen, beziehungsweise erstmal überhaupt anfangen zu spielen. Das war ein kleines Problem mit dem HDMI-Kabel, das habe ich ausgetauscht und jetzt geht es. Ich dachte zuerst, das gehört zum Spiel, dass so, ja, dieser Bildschirm flackert. Dann wollen wir jetzt mal auf neues Spiel klicken und normal, schwer, Fanatiker und Hardcore. Hardcore beendet das Spiel auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad, um den Schwierigkeitsgrad Hardcore freizuschalten. Wir spielen aber erstmal auf normal. Definitiv. Ich muss natürlich auf allen Schwierigkeitsgraden spielen. Das steht fest. Das ist so in Ordnung. Wir können starten. Ich bin gespannt. Und wir haben ja schon beim letzten Mal gesehen, also vorhin, was da so passiert ist. Beginn der Kommunikation. Ziele und drücke R2 um den Sekundärfeuer. Okay. Ja, muss ich mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen hier. Electronic Arts präsentiert. Mann, habe ich das gerade laut gemacht auf den Kopfhörern. Ach du Heilige. Isaac, bist du da? Kommen, Isaac! Was? Oh Mist, tut mir leid, Isaac. Der Zeitunterschied. Nein, ich melde mich nein, wieder. Schon okay. Wie geht's dir? Gut. Du hattest recht, Isaac. Die Ishimura ist ein tolles Schiff. Ich bin so froh, an Bord arbeiten zu dürfen. Dann genieß es. Du weißt ja, dass sie nächstes Jahr stillgelegt wird. Isaac? Danke. Wofür? Dass du mich hierzu gedrängt hast. Ohne dich hätte ich es nie so weit geschafft. Deinetwegen bin ich dabei geblieben. Ohne uns wäre sie nicht gestorben. Ich hoffe aber nicht, dass ich deshalb auch 6 Monate auf dich verzichte. Offenbar verlassen wir die Reichweite des Relais. Isaac? Isaac, hörst du mich? Ich melde mich so schnell. Isaac! Sie waren einen Moment lang abwesend, Mr. Clark. Ich glaube, Sie wollten mir gerade von den Albträumen, die Sie haben, von ihrer toten Freundin erzählen. Wie war doch gleich ihr Name? Nicole. Ich wollte nicht, dass es so endet. Ich wollte dich nur noch einmal sehen. Nur einmal noch. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich immer geliebt. Ja, Nicole Brennan. Sie war medizinischer Offizier an Bord eines Abbauschiffs. Der Ishimura. Die USG Ishimura, ja. Sie war beim Abbaubetrieb auf Aegis 7. Meines Wissens brach kurz nach ihrer Ankunft die Kommunikation ab. Sie gehörten zu einer Reparaturmission, zu der Sie sich freiwillig gemeldet haben, richtig? Was haben Sie an Bord des Schiffes vorgefunden, Isaac? Sie haben etwas gefunden. Was haben Sie auf dem Schiff gefunden, Isaac? Den Marker. Hatten Sie Kontakt mit diesem Marker? Sie haben Dinge gesehen, nicht wahr? Dinge, die Sie nicht sehen wollten. Er sprach zu mir. Was hat er gesagt, Isaac? Was hat er gesagt, Isaac? Isaac! Isaac, können Sie mich hören? Dana, ich habe Isaac Clark gefunden. Wiederhole, ich habe ihn. Gut gemacht, Franco. Sei vorsichtig, er ist schon lange weg. Oh ja. Gut. Langsam. Wir holen sie jetzt aus dieser Zwangsjacke raus. Wo bin ich? Okay, ich weiß, dass Sie verwirrt sind. Ich kann Ihnen alles erklären, aber Sie müssen mir vertrauen, okay? Hören Sie zu. Sie sind in verdammt großer Gefahr. Was zum Teufel?
Was? Ich hoffe, das ist nur ein Albtraum. Anscheinend nicht. Ach, du heilige Wurst. Was? Also... Achso, ich kann nur rennen. Ich bin ja noch in der Zwangsjacke. Das ist... Ach, L2 gedrückt halten, okay. Oh Gott! Oh, ich bin tot. Das ging schnell. Anscheinend konnte ich da nicht lang rennen oder so. Alter, das fängt ja schon mal sehr gut an. Ich sterbe auf normal schon gleich am Anfang. Darauf war ich gar nicht so vorbereitet, dass es so zack und zack losgeht. Ich würde mal sagen, lieber links lang laufen, ne? Oh, nein! Ihr kriegt mich nicht! Ihr kriegt mich nicht! Komm ich hier so lang? Ja, rein, rein, rein! Es ist irgendwie blöd, wenn man so ins kalte Wasser gehauen wird. Zurück zum Sicherheitsbereich. Scheiße, renn! Das hat wehgetan und ich habe kaum Leben noch, sehe ich gerade. Ich hoffe, dass es jetzt... ich werde geschnappt. Du kleiner Penner, du! Verpiss dich! Alter, was ist hier los? Und ich, Isaac Clark, werde hier in der Zwangsjacke zurückgelassen. Oh Gott. Da geht mir ganz schön der Puls hoch. Ein Savepoint ist das hier, oder was? Ich muss mich erstmal an die Steuerung und alles wieder gewöhnen. Okay, ich setze mal den ersten Speicherpunkt. Ich glaube, man kann insgesamt 3 Speicherpunkte setzen pro Schwierigkeitsgrad. Vielleicht, naja, ich weiß nicht, ob es bei normal etwas schwieriger anders ist. Auf X interagiere ich anscheinend, okay. Könnte mich irgendjemand mal befreien? Und Licht kann ich auch nicht anmachen, ne? Ah, da vorne. Na toll. Alle sterben hier. Keiner kann mir irgendwas erklären. Keiner kann mich irgendwie aus der Zwangsjacke befreien. Da ist er ja, hallo. Ach du heilige Scheiße. Oh Mann. Ja, aber ich will vorher noch... Ich will vorher noch irgendwie raus. Wo sind wir überhaupt, um ehrlich zu sein? Wie gesagt, ich habe mich nicht informiert. Auf der Ishimura sind wir, glaube ich, nicht. Es könnte vielleicht ein Albtraum sein, aber mit der Zwangsjacke halt auch wieder nicht. Ne? Observatorium. Oh Mann. Hier kriegen wir vielleicht ein paar Antworten. Mal sehen. Ist es hier so? Nee, da vorne spricht jemand. Komme ich da hin? Ah, gar nicht. Das Auge sieht schon viel besser aus, finden Sie nicht auch? Es tut weh. Tut noch weh. Ja, ich trage Sie für eine weitere Sitzung morgen ein. Nein, nein, nein. Ich glaube, ich bin nicht bereit. Ich schaffe nicht noch eine Sitzung. Ich... So, dann gleich morgen früh. Erzählen Sie mir jetzt, was Sie heute gesehen haben. Kommen Sie, Strauss. Ich will Ihnen doch nur helfen. Es war schwarz. Tiefschwarz und glühend rot mit Symbolen, die mir etwas zuflüsterten. Und was haben die Symbole Ihnen zugeflüstert? Kommen Sie, Strauss. Was? Das war nur ein Splitter. Nur ein Splitter, aber er hat so vieles in meinen Kopf gepflanzt. Scheiße in meinen Kopf. Kein Platz mehr für nichts mehr. Ich erinnere mich nicht, wie sie aussieht. Wieso erinnere ich mich nicht, wie sie aussieht? Die Symbole, Strauss. Was haben die Symbole Ihnen gesagt? Sie sagen, es war nicht meine Schuld. Ich habe sie nicht getötet. Sie haben das nicht verdient und ich habe das nicht verdient. Bastard. Versetzen Sie Mr. Strauss wieder in Stase und erhöhen Sie seine Dosis um 30 Milligramm. Morgen früh probieren wir es mit einer neuen Sitzung. Der Proband ist Nolan Strauss, Sittel 158. Der litt anscheinend so ähnlich wie... Okay, es wiederholt sich jetzt wahrscheinlich. So ähnlich wie wir. Wir haben ja auch ziemlich viel vergessen wegen diesem... Okay, gehen wir mal weiter. Er wiederholt es, wie gesagt. Ach, wir können hier auch reingehen. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, ich trage Sie für eine weitere Sitzung morgen ein. Da geht's weiter, okay. Dann gehe ich erstmal zurück und gucke mich hier nochmal um. Ob hier irgendwas noch zu sehen ist, aber man hätte auch die Richtung gehen können, okay. Ich will mich hier befreien und erstmal Gesundheit und erstmal so einen Wissensstand, wo ich bin und was mein Ziel erstmal so ist. Aber irgendwie... Ich will Ihnen doch nur helfen. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt wieder wegrennen muss, dann sterbe ich wieder. Das sieht unprofessionell aus, aber... Ich habe auch alles voll aufgeregt, Alter. Ich habe Angst, ich will nicht wegrennen. Okay. Es geht wohl weiter, ne? Öffnen. Ja. Ach du Scheiße, es ist dunkel hier. Oh,
ich höre irgendwie... Oh, warte mal. Bist du ein Mensch oder wirst du gleich gefressen? Oh, Junge, Alter. Ich bin's nur. Kommen Sie mal. Fernfiel. Ich erinnere mich an Sie. Zeitmann, sagt der Hell. Alle Hauptprobanden müssen eliminiert. Eliminiert werden. Einer mehr oder weniger. Hören Sie mir zu, Mann. Na und? Hören Sie mir Was zu. Was macht das schon? Wir können beide hier rauskommen. Holen Sie mich nur aus dieser Zwangsjacke raus. Niemand wird hier lebend rauskommen. Niemand. Tun Sie es nicht. Es gibt keine Flucht vor dem, was ich getan habe. Beruhigen Sie sich, Mann. Beruhigen Sie sich. Ihre Rick ist rot. Sie ist rot. In dem Warnspind sind ein Erste-Hilfe-Paket und eine Taschenlampe. Holen Sie die. Also es ist vorprogrammiert, dass man auf jeden Fall schon mal Schaden bekommt. Nehmen Sie sie. Dankeschön. Gesundheit erhöht. Taschenlampe aufheben. Isaac. Ja, ist ein bisschen was. Na ganz toll, Junge, ey. Ich habe keine Munition, also es ist wirklich nur Taschenlampe erstmal, ne? Ja. Okay. So kann ich schlagen, das gefällt mir irgendwie nicht. Oh, warte mal, ich trimme deinen Kopf ab. Sicher, ne? Und dein Bein und dein Arm. So, jetzt gucke ich dich mal an. Ah, siehst schon viel schöner aus, mein Freund. So, ich habe keine Waffe, das macht mir irgendwie Angst. Und dieses bisschen Gesundheit ist echt wenig. Und ich habe das Gefühl, ich muss bald irgendwelche zertrampeln. Oh Mann, ich muss erstmal hier wieder reinkommen, wie gesagt. 2 Jahre her, dass ich das gespielt habe. Gut, dann gehen wir mal voran. Schön, dass sich hier alle umbringen. Also zumindest der. Clark. Isaac Clark, sind Sie das? Ah. Wer sind Sie? Mein Name ist Dana. Ich werde versuchen, Sie zu retten. Warum? Was ist los? Sie haben sich auf Aegis 7 mit einer besonderen Form der Demenz angesteckt, Isaac. Woher wissen Sie das? Woher wissen Sie das über mich? Ihre Demenz ist tödlich. Aber hier kann ich Sie behandeln und Sie wären in Sicherheit. Warum sollte ich Ihnen vertrauen? Weil ich nicht diejenige bin, die auf Sie schießt. Scheiße. Folgen Sie der Route, die ich Ihnen schicke. Das heißt, wir haben uns gerade frisch angesteckt? Nein, ne? Weil hier waren ja schon welche eingeliefert, die hatten das schon irgendwie, glaube ich. Deswegen war ich ja hier wahrscheinlich auch, ne? Egal, wir gehen mal weiter. Sie schickt uns die Route. Kann ich das nicht irgendwie so drehen? Ne, ne? Das geht nur bei einer anderen Waffe halt. Das ist ein Fahrstuhl hier. Zum Reha-Raum für Patienten. Toll. Okay, Alter, hier kommt auch was durch den Fahrstuhl, das weiß ich jetzt schon irgendwie. Okay, ich guck mal nach oben. Da könnte durchaus was runterkommen, aber auch aus den Wänden irgendwo. Wow. Alter, leck mich! Leck mich! Was soll das? Scheiße. Oh Mann. Gut, hier scheint erstmal nichts zu sein, aber was liegt da vorne so? Oh Gott. Drücke R3, um zu, Was steht da? Ach, Ortung steht da. Ich dachte zuerst driften. Ah, alles klar. Cool, yeah. Und das sieht cool aus. Das bleibt auch so ein bisschen, ne? Ein paar Sekunden. Der wurde auch zerfressen hier. Ich weiß gar nicht, warum wir am Anfang da zum Beispiel von dem einen Alien nicht mitgetötet wurden. Also das würde ja irgendwie Sinn machen. Dass er da beide tötet, weil jetzt sind wir ja aus der Zwangsjacke raus und können ihn töten, ne? Verstehst du? Ja, gut. Gehen wir mal hier weiter. Blut. Ach du Scheiße, ist das dunkel hier. Das Schlimmste ist, wenn die Taschenlampe irgendwie so ein Akku, eine Akkuanzeige hat und wir dafür Batterien ansammeln müssten. Das würde mich an Outlast erinnern und gerade in der Dunkelheit hier will ich nicht so gehen irgendwie, ne? Das Geilste wäre, wenn so Aliens leuchtende Augen hätten und dann also einfach so auftauchen. Und, okay, hier ist ein Schrank, hier kommen wir nicht weiter. Und uns dann erschrecken würden quasi. Ist hier irgendwas zum Aufheben noch? Oh Mann, hier wird doch irgendeiner wach gleich und greift mich an. Hallo, du vielleicht? Wow, was war das? Ja. Da leuchtet was. Es ist 12 Uhr.
Mann. Okay, dann geht's hier wohl weiter. Oder? Hier so durch? Und dann hier zu der Tür. Ah, warte mal. Ich muss ja die Ortung anmachen. Ja, wir sind auf dem falschen Weg. Naja, wir haben uns hier ein bisschen umgesehen. Hier geht's weiter, okay. Rollstühle. Und Blut. Blut, Blut, Blut. Wo geht's hier hin? Das sieht sehr, sehr gesund aus. Hier brauchen wir die Taschenlampe vielleicht nicht zwingend. Noch werden wir nicht angegriffen, alter Mann. Ich will eine Waffe haben. Ich will mich verteidigen können, dürfen. Ist das verstrahlt? Nee. Wer hat das angemacht? Das ist automatisch... Oh Gott. Das hat, glaube ich, mit der Demenz, in Anführungszeichen Demenz, zu tun, weil das ja irgendwie die höhere Gewalt ist, sag ich mal. Alles klar. Klettern wir mal hier durch, passiert ja auch nichts oder so. Was ist das? Alter, beweg dich. Mann, hier schreien irgendwelche Aliens wieder rum. Ich will in Sicherheit. Ich will, dass mein Alzheimer bekämpft wird. Oder eingedämmt wird, dass es dann halt nicht mehr tödlich ist, immerhin. Ach du heilige Scheiße. Isaac, was ist passiert? Sind Sie okay? Warum helfen Sie mir? Wenn Titan endlich findet, werden noch mehr Menschen sterben. Mich eingeschlossen. Nicht, wenn Sie meiner Route folgen. Da ist doch was faul. Was zum Teufel ist das genau hier? Da wird unter Strom gesetzt, ein Hologramm ist es ja nicht, glaube ich, ne? Oder? Ist hier irgendwas zum Einsammeln? Man könnte auch da lang gehen. Oder ist da eine Glasscheibe? Oh mein Gott, alles voller Blut hier. Okay, das Blöde ist, dass oben rechts das immer angezeigt wird. Das werde ich dann im nächsten Part ändern. Warte mal, wie soll ich denn hier durchkommen? Okay, ich muss irgendwo einen Schalter aktivieren, glaube ich. Gucken wir uns mal hier um. Sind ja überall Gläser, ne? Glas, meine ich. Wir haben nichts zum Schießen. Wir kommen hier so nicht durch, okay. Hier ist eins, hier ist eins, hier ist eins, hier war auch eins. Wie kriege ich das auf? Kann ich überhaupt rollen oder so? Interessant. Da muss ich hier irgendwie was finden, womit ich es eintreten kann. Also mit den Füßen geht es nicht. Oder kann ich das hier zum Beispiel auftreten? Irgendeins vielleicht angeknackst, wo ich durchgehen könnte. Hier nicht. Hier nicht. Und hier auch nicht, ne? Das ist sehr interessant. Ah, hier. Telekinese, chirurgische Bindung.